Hallo, ich möchte euch heute einen Rodpod vorstellen. Und zwar das K7 Ruckzuckpod von Success. Das ist die Hausmarke von Fisherman's Partner. Dieses Rodpod zeichnet sich durch seine kompakte Form aus, durch seine Leichtigkeit, weil es aus Aluminium besteht. Ist daher sehr leicht zu transportieren, nimmt wenig Platz weg im Kofferraum, eignet sich also nicht nur für Karpfenangler, sondern auch für Raubfischangler oder Angler am Forellensee, die die Rute ablegen wollen, also Standangeln machen. Wie dieses kompakte Rodpod aufgebaut wird und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Detail. Eine ganz tolle Idee ist, dass die Buzzerbars und die Banksticks zusammen schon montiert sind und die hier unterm Rodpod festgemacht sind. Man muss also keine extra Tasche oder Außentasche oder sowas haben, wo die Buzzerbars und Banksticks drin sind. Die sind hier einfach festgeklippt und lassen sich dann einfach so rauslösen und dann montieren. So, die Beine sind hier schon vormontiert, wie ich das erzählt habe. Lässt sich ganz einfach aufklappen. Man muss hier die Schraube lösen. So, und kann dann die Beine einfach so nach vorne wegziehen. So, auf der anderen Seite das gleiche. Schraube lösen. Und dann die Beine abklappen. So. Dann die Schraube wieder fixieren, damit die Beine nicht verrutschen können. Und schon steht das Ganze. Natürlich hier auch. Und das Ganze noch ausrichten. Die Beine hier sind auch ausfahrbar. So. Banksticks und Buzzerbars sind montiert. Jetzt müssen die nur noch im Rodpod befestigt werden. Das geht auch ganz einfach. Hier die zwei Banksticks in die dafür vorgesehene Halterung stecken, auf die gewünschte Höhe und dann diese Schraube hier festdrehen. So. Und schon ist es montiert. Die Mittelstange verstellen geht auch ganz einfach, auch hier über zwei Schrauben, die man einfach löst und dann kann man das Ganze so weit ausziehen. Also man kann es auch schon recht weit ausziehen. Das sorgt natürlich auch noch für Stabilität, wenn man zum Beispiel im Fluss angelt. Und vier Rutenauflagen sind auch noch dabei. Vier für hinten, vier für vorn, damit man die Ruten dann ablegen kann. Die muss man nur festschrauben und dann kann es losgehen. Zum Schluss möchte ich noch ganz gern zeigen, dass es für den Rodpod auch eine Transporttasche gratis dabei gibt. Da passt der zusammengebaute Pod ganz gut rein. Und lässt sich gut und auch schon transportieren. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich werde den Rodpod jetzt ins Auto packen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!